Hallo zusammen, Meier 3007 hier und herzlich willkommen zum mittlerweile, ihr seht's, 9. Adventskalender-Türchen. Ich bin schon sehr gespannt, was drinnen ist. Ich kann vom Fühlen mal wieder gar nichts sagen, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Das ist ja auch mal cool. Eine Plätzchenform, und zwar ein kleines Rentier. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Das ist schön, danke dir. Eine richtig coole Idee. Und was haben wir noch? Das ist, denke ich, wieder ein Tee, oder? Jawohl. Und was für einer kommt? Winternacht-Tee. Ein Bio-Früchte-Gewürztee. Hört sich gut an. Durch den Kalender habe ich jetzt wieder einige Teesorten, die ich probieren kann. Dankeschön, Claudia. Und im heutigen Video möchte ich euch auch meine Jahreshighlights für 2020 präsentieren. Ja, es gab nämlich einige Bücher dieses Jahr, die mir richtig, richtig Spaß gemacht haben beim Lesen. Da haben wir zum einen Emmy Johansen, die Mordsee-Luft. Ein Borkum-Krimi, der mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen hat. Vor allem auch, ich finde auch das Cover hier mit dieser Möwe so genial gemacht. Herrlich. Da kommt nächstes Jahr ein zweiter Fall. Ich freue mich richtig drauf. Dann war ebenfalls sehr gut Elena Belmar, Toni Morales und die Töchter des Zorns. Da hat mich ja die liebe Rebecca drauf aufmerksam gemacht. Hat mir richtig viel Spaß gemacht beim Lesen dieses Buch. Auch hierzu gibt es eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Dann Dauergast auf meinen Top-Listen des Jahres. Hatte ich eigentlich bis jetzt fast jedes Jahr drauf. Gisa Pauli, die Zugvögel, der neue Band für Mama Carlotta. Das ist ja, viele wissen es ja, meine absolute Lieblingskrimi-Reihe, die Mama Carlotta-Serie. Ich liebe diese sympathische Italienerin einfach. Neulich gab es ja sogar eine kleine Online-Lesung, wo Gisa Pauli aus dem Buch vorgelesen hat. Das war auch richtig klasse gemacht. Dann Christiane Franke und Cornelia Kunert, der Krabbenkuss mit Schuss. Ein Fall für Rudi, Rosa und Henna. Absolut klasse, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann Richard Auer, der Reliquienraub, ein Fall für Mike Morgenstern, auch absolute Superklasse. Ganz toller Krimi, gibt es auch eine Rezension dazu. Genau wie zum neuen Fall für Kommissar Kluftinger, dem Funkenmord. Auch wenn mich das Ende nicht ganz überzeugen konnte, das Buch an sich richtig klasse. Ich bin ja auch ein riesen Kluftinger-Fan. Aber auch abseits von Krimis gab es eine Reihe, die mich wahnsinnig begeistert hat dieses Jahr. Die Alaska Wilderness-Reihe. Wenn ihr meinen Kanal dieses Jahr verfolgt habt, wisst ihr es ja. Das ist eine sechsbändige Reihe, stellvertretend hier der erste Band, Verschollen am Mount McKinley. Sechs Bände, 6x5 Sterne. Absolute Super-Mega-Klasse, diese Reihe. Das Beste, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Man hatte wirklich in jedem Buch das Gefühl, mit den Rangern im Nationalpark unterwegs zu sein. So klasse gemacht. Da bin ich ja durch reinen Zufall aufmerksam geworden und wollte es einfach mal ausprobieren. Und das war ein riesen Glücksfall für mich. Und abschließend noch ein lustiges Buch, Renate Bergmann, ans Vorzelt kommen Geranien dran. Auch wieder ein schönes Buch von Renate. Auch hierzu kommt, hier gibt es nächstes Jahr was Neues. Da geht es ja unter die Laubenpieper, ja, das kann ja auch herrlich werden. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja,
Das also waren meine Jahreshighlights. Was waren denn eure Highlights so? Bin ich jetzt mal gespannt. Also, mit dem Teil des Videos war es das und an der Krippe geht's gleich weiter. Und Meier 3007. So, wieder mal stehen wir jetzt an der bekannten Krippenszenerie. Und heute ist nur ein kleines Detail eingezogen. Hier, denn was ein echter König ist, der kommt natürlich nicht ohne Geschenk zum Jesuskind. Und was dann morgen für ein Video und für eine Figur kommt, da lasst euch einfach überraschen. Also bis morgen und Meier 3007.